In der kommenden Woche beginnen in Sachsen die Herbstferien. Wenn man mit seinen Kindern nicht in den Urlaub fährt und in der Heimat bleibt, stellt sich für viele Eltern oft die Frage, was man unternehmen kann. Ein beliebtes Ausflugsziel ist da immer der Tierpark in Hirschfeld. Wir waren am gestrigen Vormittag dort zu Besuch, um zu erfahren, was es so Neues gibt. Bei unserem Eintreffen im Tierpark waren nicht nur die Tierpfleger fleißig dabei, die Tiere zu versorgen und die täglichen Parkarbeiten durchzuführen. Beobachten konnte man auch eine etwas ungewöhnliche Baumaßnahme. Die Scheibe des Fischteiches wurde im vergangenen Jahr beschädigt, nun wurde sie getauscht. Ja, die Scheibe wurde eben eingeworfen mit einem Stein. Die Polizei war da, die haben das alles kontrolliert und aber niemanden Schuldiges ausmachen können. Und da war das ein langwieriger Prozess, bis dann die Finanzierung stand. Und dieses Jahr hat man dann das Okay gekriegt im März, dass wir das reparieren können. Solch ein Vorfall ist ein großes Ärgernis für die Tierparkmitarbeiter. Ist es doch immer mit viel zusätzlichem Aufwand und vor allem Kosten verbunden. Ja, das ist halt keine einfache Sache. Die Scheibe ist kein Fensterglas, was man dann mal rausnimmt und wieder einsetzt. Da ist halt mehr dabei, weil das alles wasserdicht verklebt ist mit der Folie, die im Teich drin ist. Und durch die Jahre ist die Folie halt so porös gewesen, dass die nicht mehr klebbar war oder schweißbar war. Und so musste das alles komplett raus und das ganze Gehege komplett neu gemacht werden. Am gestrigen Tage war es dann soweit. Eine Spezialfirma rückte an, um die Scheibe auszutauschen und damit den Wasserbewohnern ihren Lebensraum zurückzugeben. Ja, wir setzen heute die Scheibe ein, beziehungsweise die Firma setzt die Scheibe ein. Dann muss noch die Folie mit der Scheibe verklebt werden. Kleine Dichtigkeitsprüfungen, ein paar Pflanzen dann rein, die liegen hier noch im Hintergrund. Weil wir ja kein Wasser haben, nicht, dass das uns austrocknet alles. Und wenn das dann der Fall ist, dann wird nach und nach wieder der Fischbestand eingesetzt. Die haben wir jetzt alle verteilt auf unsere kleinen Wasserflächen. Ich habe privat welche bei mir im Teich, im Fasanerieteich sind welche, hier hinten im Storchenteich sind welche untergebracht. Und dann muss man dann halt nach und nach die anderen kleineren Teiche wieder sauber machen und die Fische dann wieder rausholen und einsetzen. Die Sumpfschildkröten sind im anderen Tierpark untergebracht, vorübergehend. Die holen wir dann auch wieder, wenn alles soweit ist. Bald also können die einheimischen Teichfische, Rotfedern, Schleie, Karauschen und Co. an dieser Stelle wieder bestaunt werden. Nun sind ab nächste Woche Herbstferien in Sachsen. Werfen wir doch mal einen Blick auf das, was die Besucher dann neben den alteingesessenen Tierparkbewohnern noch so bestaunen können. Ja, es gibt das zu sehen, was es immer zu sehen gibt. Wir sind jetzt heilfroh, dass die leerstehenden Gehege dann wieder besetzt sind. Wir hatten hier konfiszierte Papageien sitzen, die sind ausgezogen. Da sind wir jetzt dabei, die Volieren wieder herzurichten und wieder neuen Besatz reinzubringen. Wir haben hier die Geschichte, die dann wieder in die Gänge kommt. Wir haben kleine Minischweine zu sehen, wir haben ein kleines Känguru, was eigentlich grundsätzlich immer aus dem Beutel guckt. Wir haben drei kleine Wasserschweine zu sehen. Unsere Esel sind auch noch recht niedlich. Also es gibt viel zu entdecken. Die Kinder sammeln dann gern noch Eicheln und Kastanien, die hier in Massen rumliegen. Also es ist immer ein Erlebnis bei uns im Tierpark. Die Wasserschweine sind jetzt 3 Wochen alt. Hat ganz lange gedauert eigentlich. Wir haben späten Nachmittag angefangen und im Stundenrhythmus im Prinzip dann immer eins zur Welt gebracht. Wir haben sie dann auch in Ruhe gelassen. Die haben bei schönem Wetter draußen geworfen und haben dann bloß einen Stall aufgemacht, dass die dann selber irgendwann begreifen, wann sie hin und her können. Und das hat ganz gut funktioniert. Und mittlerweile sind die halt schön mit unterwegs und haben sich dem Rhythmus dann ihrer Elterntiere angepasst. Ist halt auch ein schönes Bild, weil die immer in Familie unterwegs sind. Papa, Mama und die drei Kleinen, die sind dann immer zusammen unterwegs oder laufen wie angefädelt durchs Gehege. Das macht halt ein schönes Bild. Das Känguru ist schon länger geboren. Das kriegt man immer nicht ganz mit, weil, wie gesagt, das sind so kleine Würmer, die da geboren werden. Die krabbeln dann in den Beutel rein, saugen sich an der Zitze fest und gucken halt erst, wenn sie eine gewisse Größe haben, aus dem Beutel heraus. Und mittlerweile ist es halt so weit, dass es schon die ganzen Gliedmaßen rausstreckt. Sieht dann immer ganz lustig aus, wenn dann hier Kopf und ein paar Beine raushängen aus dem Beutel. Und wenn die dann groß genug sind, dann sagt Mutti hier, du kommst hier nicht mehr rein und dann müssen sie eben ganz draußen bleiben.
dann nutzen Sie die Zeit und statten Sie dem Tierpark einen Besuch ab. So wie es in der vergangenen Woche ein Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen getan hat und nichtsahnend gleich mal zum 100.000. Besucher geehrt wurde. Ja, das war halt in der vergangenen Woche. Wetter war auch nicht so schön, aber trotz allem waren es ein paar Leute, die dann gekommen sind. Und das hat ein älteres Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen getroffen, die hier ihren Bruder besucht haben und hier seit 40 Jahren das erste Mal wieder unterwegs waren. Denen hat es sehr gefallen. Die haben hier viel gesehen, weil in den letzten 40 Jahren hat sich ja bei uns einiges getan. Das kann man zu Recht behaupten. Der Park hat sich zum Besuchermagneten in der Region entwickelt.